Freunde des Alliiertenmuseums Berlin-Zehlendorf, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Andrea Mehrländer. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Zeitreise mit einem meiner Lieblingsobjekte der Dauerausstellung. Wir stehen hier an einem Miniaturmodell 1:500 des ehemaligen Kraftwerks West, später bekannt als Kraftwerk Ernst Reuter im Bezirk Siemensstadt, früher Teil des britischen Sektors. Dieses harmlose kleine Modell war von ganz besonderer Wichtigkeit während der Berliner Luftbrücke und fand sich also im Frühjahr 1948 im Aufräumstadium, muss man sagen. Also Sie können sich vorstellen, das Ganze war in den letzten Kriegsmonaten komplett zerstört worden. Die Anlage bestand eigentlich nur noch aus Schutt. Die Berliner Elektrizitätsgesellschaft BEWAG hatte schon gleich nach Kriegsende Antrag bei den Briten gestellt, das Ganze wieder aufbauen zu dürfen. Es hat sich ein bisschen verzogen, verschleppt. Im Frühjahr 1948 war es soweit, dass man also damit beginnen konnte. Man brauchte ein halbes Jahr, bis im Prinzip der Außenkorpus wieder stand. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits die Berliner Luftbrücke eingesetzt und West-Berlin war abgeschnitten von Luft-, Wasserwegen, postalischen Verbindungen etc., alles was man heute kennt. Lucius D. Clay, der Vier-Sterne-General der Amerikaner, hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass die ganzen Innereien, die noch fehlten und die in den ganzen Betrieben in Westdeutschland lagerten, Gerätschaften, die für das Innere noch gebraucht wurden, in die Stadt geflogen werden konnten und setzte sich persönlich dafür ein, dass 510 Flüge bereitgestellt wurden, die etwa 1400 Tonnen Material nach Berlin flogen. Schraube für Schraube wurde das Ganze hier von den Siemens-Ingenieuren wieder zusammengesetzt. Siemens Schuckert war aufsichtsführende Firma dieses Wiederaufbaus zusammen mit der BEWAG. Und mein Großvater, zurückgekehrt aus der russischen Kriegsgefangenschaft, war einer der Elektriker, die also auch hier Schraube für Schraube dieses Heizkraftwerk wieder zusammensetzen. Es hat dann Strom für Berlin produziert, war in den 50er Jahren eigentlich an die Maximalkapazitäten wieder angeschlossen, was hier geleistet werden konnte. Gut so, denn in der zweiten Berlin-Krise 1952 haben dann die Sowjets per Befehl West-Berlin nochmal vom Stromnetz genommen und tatsächlich dauerte es dann bis zur Wiedervereinigung, dass beide Stromnetze der Stadt wieder zusammengeführt wurden. Mit anderen Worten, West-Berlin war 46, fast 50 Jahre lang ein elektrisches Inseldasein beschert hier in Europa, also komplett abgeschlossen vom europäischen Stromnetz. Und erst 1998 hat sich das wieder verändert. Heutzutage, wenn Sie in die Stadt kommen und es besuchen, werden Sie dieses Werk noch sehen können. Aber am 1. Oktober 2019 schloss es seine Tore und produziert nicht mehr länger Elektrizität für Berlin. Vielen Dank.